Codekonventionen. Was sind Codekonventionen? In Java gibt es bestimmte Konventionen, die quasi alle Programmierer einhalten, damit Programme möglichst einheitlich gestaltet sind, damit besser verständlich sind und lesbarer sind. Diese Codekonventionen werde ich jetzt in den nächsten Unterrichtszeiten immer mal wieder nennen. Die muss man als Programmierer nicht beachten, sollte man aber beachten, weil die sich als gut erwiesen haben und weil quasi alle Java-Programmierer sich an diese Konventionen halten. Generell gilt, man muss auf Lesbarkeit des Codes achten. Das heißt, er sollte gut strukturiert sein und verständlich. Dann Void Main, Klammer auf, geschweifte Klammer auf, sollte in der Form in einer Zeile stehen. Das heißt, hier sollte man beispielsweise nicht in eine neue Zeile vorher verzweigen. Und die geschweifte Klammer zu, die zu dieser geschweiften Klammer aufgehört, sollte unterhalb des V vom Void stehen, wie man hier auch sieht. Hier zwischen diesen geschweiften Klammern steht ja jetzt eine Anweisungssequenz. Hier sollte man darauf achten, dass diese inneren Anweisungen um 4 Spalten eingerückt sind. Das kann man mit einem Tabulator machen, das kann man aber auch durch Einfügen in jeder Zeile von 4 Leerzeichen machen. Ganz wichtig, um Programme lesbar zu halten, pro Zeile sollte man möglichst nur eine Anweisung platzieren. Das war in meinen Beispielen bisher nicht ganz korrekt, aber das ist einfach aus dem Grunde jetzt auch auf kommenden Folien, weil die Foliengröße beschränkt ist und die Verständlichkeit der Folienpräsentation ansonsten darunter leiden würde. In Programmen sollte man sich aber schon daran halten, dass pro Zeile immer nur eine Anweisung steht. Vor Kommentaren sollte man Leerzeilen platzieren. Das habe ich auch bisher so gemacht. Und Bereichskommentare sollte man so strukturieren, dass hier dieses Slash-Stern steht. Und dann beginnend oder untereinander in jeder neuen Zeile auch wieder hier ein Stern steht. Und der Kommentar dann abgeschlossen wird mit einem Stern, der unter den anderen Sternen platziert ist, und einem dahinter folgenden Slash. Und Kommentare stehen dann hier an dieser Stelle. Zeilenkommentare sollte man benutzen, wenn man nur kleine Anmerkungen macht, kleine Anmerkungen machen möchte. Bereichskommentare sollte man verwenden, wenn man komplexere Dinge etwas ausführlicher darstellen will.